Wenn ihr wissen wollt, wie man diesen Zauberwürfel löst, dann bleibt dran. Und somit, hallo liebe Zuschauer und hallo Digital Jamie. Worum geht's in diesem Video? Meinst du mich? Okay, heute ist Sonstiges dran. Wenn kein Sonstiges dran ist, dann Kartentricks oder Gaming dran. Was Sonstiges ist? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ich glaube, Sonstiges ist das, was man sonst nicht macht. Übrigens, bevor ich es vergesse, sag den Zuschauern bitte noch einmal, worum es genau in dem Video geht. Ja, heute geht's, wie man diesen Zauberwürfel hier löst, zumindest diese gelbe Seite hier oben. Das hier machen wir heute noch nicht, zumindest diese hier machen wir heute noch nicht. Das machen wir im letzten Part. Wenn jetzt diese unteren Seiten jetzt noch nicht lösen können, dann müsst ihr einfach das Video erstens in der Infokarte anklicken und nach ein bisschen Zeit rauszögern, kann ich auch gleich die zweite Infokarte einblenden. Das mache ich gleich erstmal und zwar genau jetzt. Da ist die zweite Intro-Karte und ich würde jetzt einfach mal sagen, es geht direkt los. Was passiert immer als erstes, wenn ich euch was erkläre? Genau, wir mischen den Würfel erstmal durch. Das heißt, das Ganze machen wir jetzt erstmal. So, wir haben den Würfel jetzt einmal durchgemischt und das sind 10 Algorithmen in diesem Würfel sozusagen. Und das Ganze müsst ihr aber hinbekommen, denn die sind alle ganz einfach zu merken. Und 7 davon bauen alle aufeinander auf. Also ist alles gut, ja? Kein Stress. Und als erstes müssen wir erstmal hier das weiße Kreuz machen. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. So, jetzt habe ich das weiße Kreuz gemacht. Und jetzt kommt F2L und das Ganze mache ich jetzt ganz kurz. Jetzt fangen wir direkt an. Jetzt habe ich F2L erstmal fertig gemacht, also diese beiden Seiten. Und jetzt ist erstmal der erste Schritt von OLL das weiße Kreuz machen. Und beim weißen Kreuz haben wir jetzt hier 3 Sachen, die hätte eintreten können. 3 Sachen. Und das ist eigentlich ganz einfacher Algorithmus. Die erste Sache, die jetzt eintreten kann, ist, dass ihr so ein R habt. Das Ganze haltet ihr dann unten rechts. Und dann müssen wir eigentlich diese hier beiden drehen. Das heißt, diese hier drehen. Diese beiden hier. Und dann das Ganze so, diese hoch machen, die zur Seite, die runter, die zur Seite und dann das Ganze einfach wieder zurückdrehen. Und dann sehen wir, wir haben das weiße Kreuz. Dann gibt es noch eine Möglichkeit und zwar dieses Minus hier. Da machen wir jetzt das gleiche, nur dass wir diese und diese Seite hier nur drehen. Das heißt, einmal da, zack, 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 zack und einmal noch da. Ups, jetzt habe ich das Ganze falsch gemacht, aber sowas von, weil es ist schwer so spiegelverkehrt das Ganze zu machen. Also da muss man jetzt das gleiche machen mit dem L, nur dass man diese vordere Seite dreht. Und dann gibt es noch einen Teil und zwar den Punkt. Da macht man das Ganze einfach nur wie beim Minus und wie beim R. L sage ich schon vorhin. Ich meine R. So, und jetzt gibt es direkt noch 7 Algorithmen, die jetzt hier sein können auf dieser oberen Ebene, wie diese weißen stehen. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Und der erste, das ist so aufgebaut, dass wir hier einen Scheinwerfer haben, hier einen Scheinwerfer und das gleiche auch noch auf der anderen Seite. Da machen wir das Ganze einfach so, dass wir das Ganze so halten, auseinander guckend. Dann drehen wir einfach diese Seite hier nach oben, zur Seite hinweg, nach unten, zur Seite und das Ganze dann zweimal so. Das Ganze kann man sich relativ gut merken. Und zwar, die Tür geht auf, der Junge geht spielen, die Tür geht zu, der Junge spielt, geht spielen, Tür geht auf, der Junge rennt nach Hause und die Tür geht zu. Und da muss man diese Bewegung einfach zweimal machen und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Algorithmus. Die nächste Situation ist eine Standardsituation und zwar, dass einfach wir eine Seite schon gelöst haben hier und die guckt uns an oder halt die andere, aber das Ganze ist nicht so. Deshalb ist das Ganze dann spiegelverkehrt und dann machen wir einfach dieses Szenario. Nämlich der Junge geht spielen, das machen wir nämlich ganze Zeit über OLL. Nur halt mehrmals, ein bisschen mit Cube Rotations und sowas. Da könnt ihr euch das Ganze gut merken. Guckt, das Ganze ist auch andersrum, das heißt, Junge, Tür geht auf, Junge geht spielen und es ist rein, der Junge geht rein. Jetzt haben wir noch 4 Szenarien und die werde ich euch jetzt noch zeigen. Nächstes Szenario, wir haben
hier, alle sind nicht gelöst. Hier gucken die beiden nach da, der guckt nach da und der nach da. Und wir hatten das genau exakt so. Das heißt, wir machen jetzt nochmal. Der Junge geht spielen. Ey, ich hab's falsch gemacht. Warte, sorry. So, und jetzt machen wir einfach einmal nur diese Dingens drehen und dann machen wir einfach nochmal. Zack, Junge geht spielen. Noch drei Szenarien, die ich jetzt euch zeigen werde. Nächstes Szenario, die beiden gucken so. Was man da einfach macht, ist einfach der Junge, der spielen mal wieder geht. Ja, das heißt, wir machen einfach den Jungen, der spielen geht. Und dann rechnen wir uns das Ganze wieder so aus, dass das Ganze wieder so ist. Und der Junge geht wieder spielen. Und falsch gemacht, aber es ist ein bisschen nicht so schlimm. Also, Junge geht raus, geht spielen, Tür geht zu, zack, wieder auf. Nach Hause und zack. Das vorletzte Szenario sieht wie folgt aus. Wir haben hier beide diese. Also einer guckt nach da, einer guckt nach da. Das Ganze halten wir jetzt auf dieser Seite. Oder, yes, wir halten das Ganze auf dieser Seite und dann machen wir einfach den Jungen, der spielen geht. Und dann richten wir uns das Ganze wieder aus. Das Ganze wieder aus. Und der Junge geht wieder spielen. Letztes Szenario. Und hier machen wir jetzt einfach den Jungen wieder, und zwar hier mit dieser rechten Seite, das heißt zack, 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 zack und zack. Oh, und das Ganze nochmal und das Ganze nochmal. Und somit war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und ja, ciao!